diesmal ja auch mein Kopfgeld bezahlt. Ich habe als freier Bürger betreten. Auf einer schönen Insel. So, und jetzt ist Gollum Ei schon am Ende. Ich hab gesagt, er soll einfach das Gold rausrücken. Aber hat er zugehört? Natürlich nicht. Immer Sauber. Müssen sie sich wehren. Das ist wahre Macht. Kennen wahrscheinlich diese Geheim. Aufheben. Ne Magie macht Holz zu Gold. Ja, wenn ich das bloß könnte. Wir speichern nochmal. Taschendiebstahl. Das ist noch echte Kunst. Man schleicht sich an, holt sich, was man will und geht wieder. Ganz ohne Gewalt. Ein feiner Hört sich eigentlich Buch, eher langweilig. Das wäre jetzt was. Der Importierte. Nur ein kleiner Schluck. Es gibt ja mehrere Wege. Man könnte hier jetzt auch schwimmen. Wo ich da sehe, dass da schon auch schon einer ist. Wartet mal. Okay, ich muss mal ganz kurz gucken. Aufnahmepause ganz kurz. Bis gleich. So, wie komme ich da jetzt vorbei? Oder bemerkt der, die das mich nicht? Die bemerken mich nicht. Das habe ich mir wohl bloß eingebildet. Was? Das ist auch ein bisschen heftig. Also, das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das durch Populated Skyrim passiert ist. Doch niemand hier. Nee. Hagi jetzt bald ein Messer im Stiefel. Aber es satt, mir entwaffnet zu werden. Wartet mal, wo war denn. Hier ist der Schleichweg. So, keine Ahnung, warum die das haben durchgehen lassen. Ich bin noch ein wenig vergiftet. Ich muss noch ganz kurz gucken, wo das hier hingeht, weil damit ihr das, wenn ihr das spielt, den richtigen Weg findet. Pass auf, wir laden noch mal ganz kurz. Ich versuche noch mal das Ding zu finden. Um da durchzukommen. Verlogene kleine Hure. Das Balk ist nicht von mir. Könnte von jedem sein. Wenn er noch mal so kommt, der ein Team von mir kommt. Hol ihn mir im Schlummer und mach ihm großen Kummer. Oh, süße, süße Rache. Schön, ich mir ins Fäustchen lache. Wie, wo, was? Trage jetzt bald ein Messer im Stiefel. Habe es satt, immer entwaffnet zu werden. Sagte, sie würde auf mich warten. Aber das tun sie ja nie. Also Zauber könnt ihr vergessen.
Was war das? Hier drüben. Also das funktioniert auch irgendwie nicht richtig. Das war aber früher... Früher ging das. Ich weiß nur nicht, was jetzt das Problem ist. Hier ist das Ding. So. Und wenn wir jetzt mal gucken, wenn ich jetzt eine Flamme habe, ich ja. Seht ihr? Ja, das Problem ist, ich will die eigentlich nicht töten. Naja, egal. Also ich bin jetzt ganz langsam im Schleichen. So. Nee, also wie gesagt, das ging früher wirklich besser. Und hier war auch irgendwo noch mal so ein Abgang. Genau, hier. So, und hier darf ich ja kein Licht anmachen. So, hier ist ein Draht gespannt. Wofür war der? Toll. Ich sage, durch Populated Skyrim ist hier so viel dazugekommen. Ich wünschte, man könnte die Dinger auch einfach nur entschärfen. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich speichere noch mal. Toller Wachhund.
Was war das? Ich muss sie noch mal langsamer machen. Uff. Ich werde diesmal ja auch mein Kopfgeld bezahlen. Die Stadt als freier Bürger betreten. Ja, was für ein Traum. Was? Ist da jemand? Das Ding habe ich jetzt nicht gesehen. Im Ernst nicht. Wer rechnet denn damit? Was war das? Keine Sekunde verbringe ich mehr in diesem... Und vor allem ist das Ding wieder scharf. Da sterbe ich doch lieber, als mich zu ergeben. Wenn ich jetzt nochmal drauf trete, kommt er wieder runter. Was war das? Hallo? Wer ist da? Ist mir jetzt egal. Ja, ich sage ja irgendwie... Es sind hier, glaube ich, ein paar mehr unterwegs. Vor allem. Oh oh. Ich war sicher, ich hätte etwas gehört. Wir warten hier mal ganz kurz in der Ecke, bis der wieder seine normale hat. Nie genug Gold. Brauch nur einen guten Fang. Gut, das scheint nichts zu sein. Hab ihm doch gesagt, er soll einfach das Gold rausrücken. Aber hat er zugehört? Natürlich nicht. Immer müssen sie sich wehren. Zwei Dreien. Was hat er sich dabei nur gedacht? Der arme Teufel konnte nicht sehen, wie ich das Ass aus meinem Stiefel zog. So, jetzt speichern wir. Aber kein Grund, etwas Überstürztes zu tun. Das ist nicht so schlimm, wie es... Aber kein Grund, etwas Überstürztes zu tun. Das ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Ich wollte Mercer alles erzählen, wirklich. Bitte, er wird mich töten lassen. Mercer braucht davon nichts zu erfahren. Sprecht, danach werde ich entscheiden. In Ordnung, in Ordnung. Carlia. Ihr Name ist Carlia. Ihr sagt den Namen, als müsste ich ihn kennen. Mercer hat euch nie von ihr erzählt? Carlia ist die Diebin, die verantwortlich ist für den Mord an Gallus, dem letzten Gildenmeister. Jetzt hat sie es auf Mercer abgesehen.
Und ihr helft ihr? Helfen? Nein, nein. Schaut, ich wusste nicht einmal, dass sie dahinter steckt, bis sie mich kontaktiert hat. Bitte, ihr müsst mir glauben. Wo ist Kalia jetzt? Ich weiß es nicht. Als ich sie gefragt habe, murmelte sie nur zum Anfang des Endes. Hier, nehmt die Besitzurkunde von Gut Goldenglanz als Beweis. Sagt Mercer, dass ich für ihn lebend mehr wert bin als tot. Naja. Was wollt ihr denn noch wissen? Ich muss ein bisschen aufpassen, sonst greifen die mich wieder an. Ich sag halt, die scheint... Die scheint hier durch Populated Skyrim oder der. Wie das? Freier Bürger betreten. Geht zur Akademie, sagte Vater. Benutzt euren Verstand, hat er gesagt. Woher sollte ich denn wissen, welche Akademie er gemeint hat? Wartet mal. Wie gesagt, wir müssen hier. Das sind die Käfige und hier gibt es auch irgendwo noch einen Hinterausgang. Was wollt ihr denn noch wissen? Genau. Den da will ich. So, und hier drinnen sind Hawker. Hey, komm mal runter! So, und der Grund dafür ist, wir landen jetzt an der Nordküste, oberhalb von Einsamkeit, direkt am Wasser. Und, ja, können dann von hier aus weiterreisen. Wir haben ja noch einen anderen Quest offen. Das war ja der Grund. Die machen wir auf dem Rückweg, die beiden hier noch. So, finde einen Weg um Torwald. So, den müssen wir noch machen. So, und das ist hier irgendwo an der Wo sind das? Boah, doch hier ganz hinten. Ach du Scheiße, war das so weit hier drüben? Puh. Okay, das machen wir anders. Wir machen zuerst die Sachen hier in Einsamkeit fertig und dann holen wir den Kleinen. Das heißt Klein, der ist erwachsen. Dann holen wir ihren Sohn. Gut, ich wäre da auch so hingekommen, wäre wahrscheinlich besser gewesen. Was haben wir denn hier? Schlechter Fisch im Glas. Nimm's mal mit. So, hier ist ein Leuchtturm.
Hier muss man auch noch mal wegen einem Quest hin, aber ich glaube, wir können ihn uns so einmal angucken. So, ja, großes Feuer, nicht überdacht, finde ich ein bisschen merkwürdig. So, und hier seht ihr schon ein kleines Lot-Problem. Lot-Probleme sind halt die, ich stehe in einer Zelle. Skyrim ist in Zellen aufgebaut, so wie ein Koordinatenkreuz. Und das da hinten ist die andere Zelle. Und das ist jetzt natürlich bei einem Spiel, was so eine riesige Weitsicht bietet, ist sowas natürlich etwas, ja. Ihr versteht, was ich meine. Große Fee. Hat sich ja doch gelohnt. Boah. Ja, das ist natürlich jetzt ein kleines Problem mit den Lots. Also, wie gesagt. Hier, wie gesagt, liegt ein Schiff vor Anker. Da können wir auch noch einen Quest für kriegen. Holde Kekin. Hier ist jetzt der reguläre Weg, der geht dann nach oben in die Berge. So, und da oben sehen wir schon wieder Einsamkeit. Und wir rennen jetzt einmal durch diesen Felsenbogen durch. Ich wollte gerade sagen, hier fehlen schon wieder zwei, drei Felsen. Also das hier ist jetzt der Felsenbogen, der Einsamkeit trägt. So. Und da haben die jetzt, wie gesagt, irgendwie das geschafft, noch Kanalisation reinzukriegen und Häuser drauf zu bauen, ohne dass alles zusammenkracht. Milizkrieger. Alles Milizkrieger. Gab es hier nicht auch noch irgendwie einen Eingang? Ja, hier. Sag ich doch. So, und dann kommen wir hier nämlich, wenn wir jetzt hier runterlaufen, kommen wir da unten wieder raus. Und wir sind jetzt mitten in Einsamkeit, direkt unter der Windmühle. Und das ist schon eine sehr schöne Abkürzung für so einige Sachen. Ja. Na, weiß getigert. So, achso, was wollen wir jetzt eigentlich machen? Die beiden Dinger. Beschaffe Julien besetzter Becher aus Breilings Haus. Breilings Haus ist da vorne.
Das machen wir jetzt halt für Vex oder Delvin, ich weiß nicht mehr. Ein Einbruch müsste Vex sein. So, wir könnten jetzt natürlich auch durch unseren Mod Simply Knock einfach an der Tür klopfen, wie wir das schon mal gemacht haben. So. Und dann lässt die uns ja rein. Und dann dürfen wir uns hier zumindest frei bewegen. Ich weiß nicht, wo die gute Frau ist. Nee, es ist wirklich hier vorne. Der da. Sieht doch ganz hübsch aus. Ups. So, den Rest lassen wir liegen. Scheiße, jetzt habe ich hier eine Flöte geklaut. So, und so ähnlich sieht auch das Gut Stolzspitze aus, was wir hier kaufen können. Ihr braucht etwas? Okay, Aufnahmepause. Gut, Aufnahme geht weiter. So, wollen wir doch mal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Wir müssen in eins der Geschäfte. Was soll ich jetzt machen? So. Wir müssen jetzt die Unterlagen finden. Das sieht schon ganz gut aus. So, und damit sind die Aufträge für Delvin und für Vex abgeschlossen. Wo sind die Verkäuferin? Dahinter darf ich. Hä? Der Laden ist leer. Kann doch nicht sein. Wartet mal, ich speichere mal ganz kurz und dann möchte ich mal rausfinden, wo die ist.
Kann nicht sein, dass die weg ist. Hä? Wo ist denn die? Ach, die schlafen hier. Na toll. Gut, wäre das auch geklärt? Wie spät ist das? Ach, das ist viel zu früh. Es ist noch vor 8, die machen doch erst um 8 auf. Ja, warum hat mir das keiner gesagt? Ah ja. Ja, genau. Und wir müssen dann jetzt die Sachen ausschalten. Dann müssen wir noch mal gucken. Kehre zum Mercer. Also das sind jetzt die drei für die Diebesgilde. So, da müssen wir jetzt hin. So, und damit beende ich dann auch die Aufnahme. Bis dann!